Und Polyamorie ist ein Herzensthema für mich. Ich rede seltener darüber als über das Cuckolding. Spannenderweise, aber für mich ist Polyamorie, die Gemeinschaft der polyamoren Menschen in Deutschland ist noch kleiner als die der Gemeinschaft der Menschen, die Cuckolding praktizieren oder ausleben oder leben oder als Lebensmodell leben. Polyamorie hat eine wunderschöne Qualität und zwar die Ehrlichkeit. Das könnte für mich auch das sein, warum ich mich so eingeschossen habe, dass ich Fremdgehen wirklich wenig bis gar nicht auf der dynamischen Ebene mag, weil natürlich die Unehrlichkeit da ein großer Faktor ist. Also wahrscheinlich ist es der Faktor der Unehrlichkeit, weil du natürlich dann nicht nur der Faktor der Unehrlichkeit, sondern wenn es rauskommt, machst du die Erfahrung, machst du einfach eine schlechte Erfahrung. Und der Mensch ist so gepolt, wenn wir eine schlechte Erfahrung machen, meiden wir das. Das heißt, selbst wenn ich mich aus dieser Beziehung löse, habe ich dann beim nächsten Mal trotzdem bleibt ja so ein bisschen was hängen an schlechter Erfahrung. Und das muss dann der nächste, übernächste oder übernächste Paarbeziehung immer wieder ausbaden. Und das nimmt unheimlich viel Energie, sich einen gemeinsamen Weg zu entwickeln und zu sagen, okay, ich spare mir die schlechte Erfahrung und den da dran hängenden Rattenschwanz, sondern schau mal, ob ich es gleich über die Ehrlichkeit hinkriege. Also Polyamorie, jetzt nicht mal von der Struktur oder erstmal angehen vom obersten Faktor, ist Ehrlichkeit. Alle Beteiligten wissen voneinander, also übereinander, das muss jeder für sich sagen, wie viel davon, aber jeder weiß, dass es andere Menschen in diesem Beziehungskonstrukt gibt. Und das ist im westlichen Beziehungs-Disney-romantischen Sinne, ist das, glaube ich, die höchste Stufe, was sich die Menschen immer vorstellen können oder völlig ablehnen, zu sagen, okay, aus meiner 1-zu-1-Beziehung bin ich überhaupt nicht raus, sondern die bleibt, die möchte ich exklusiv leben. Das habe ich natürlich in polyamoren Beziehungen etwas abgewandelt. Da gibt es spätestens, wenn Kinder da sind, natürlich auch Hierarchien. Also da habe ich nicht dieses exklusive 1-zu-1, aber ich habe hierarchisch eine Exklusivität, weil in dem Moment, wo ich mich für Kinder entscheide, müsste ich mich ja vielleicht auch für einen gemeinsamen Wohnort entscheiden und natürlich dann schon alleine durch die zeitliche Qualität bestimmt, dass ich quasi eine Rangfolge innerhalb der verschiedenen Menschen, die gedatet werden, automatisch aufbauen. Ich habe das Thema schon mal in einem anderen Vortrag angesprochen, ein paar Jahre her, da gab es dann von jungen Leuten natürlich zu Recht die Rückmeldung, ja, aber ich lebe ja das hierarchiefrei. Also wer das kann, das ist für mich eine zeitliche Qualität, das hierarchiefrei leben zu können und ehrlich gesagt auch eine emotionale Qualität, weil in der Regel haben wir immer zu irgendjemanden, fühlen wir uns auf Dauer gesehen mehr hingezogen oder können uns eine größere Bandbreite von gemeinsamen Weg vorstellen, spätestens wenn die Kinderfrage kommt. Also spätestens, wenn die Kinderfrage kommt, entweder müsste ich dann eine Art Kommune aufbauen und zu sagen, okay, wir sind ein kleines Minidorf und wir leben alle weiterhin gleichwertig. Also leben wir irgendwie in einer Kommune zusammen. Das wäre für mich jetzt die bestmöglichste Assoziation, um das weiter hierarchiefrei zu leben. Für alle anderen, die sich dann trotzdem für das klassische Modell entscheiden, einem 1:1 die Kinder großzuziehen und weitere Menschen an ihrem Leben teilhaben zu lassen, über die normale Freundschaft hinaus, dann ist es für mich in der Qualität nicht mehr hierarchiefrei. Das heißt, der Primärpartner, die Primärpartnerin hat natürlich aufgrund der gemeinsamen Entscheidung, Kinder zu kriegen, in meiner Polly Pocket-Welt Vorrang. Alle anderen Menschen, die dazukommen, für die wir uns auch also verantwortlich fühlen, im Sinne von, dass wir über die Bettkante hinaus mit diesen Menschen Kontakt haben und auch gegenseitig uns sorgen und versorgen und Geborgenheit schenken und Nähe und Zärtlichkeit. Also eine weitere Herzensverbindung mit anderen Menschen einzugehen, das ist die Qualität einer Polyamorie. Also natürlich gibt es das auch, also nein, diese Qualität, die es in meiner Wahrnehmung ist, dass das die Charakteristik für die polyamoren Beziehungen, dass ich eine Primärbeziehung führe und auch zu den Menschen, die dazu sind, noch eine weitere Herzensverbindung aufbaue. Allerdings eben, sobald Kinder da sind, nie im gleichen 1:1-Verhältnis. Also das kriege ich schon zeitlich gar nicht hin.
hin. Also wenn ich darüber nachdenke, es sei denn, wir wohnen dann alle zusammen in einer Art Kommune. Das muss jeder für sich entscheiden, ob das für ihn das richtige Modell, für ihn oder für sie das richtige Modell wäre, um daran kleben zu bleiben, es hierarchiefrei zu leben oder zu sagen, hey, ich weiß, dass ich polyamor bin, weil ich das schon praktiziert habe oder mich nicht auf einen oder weiß, dass es einfach viele schöne andere Möglichkeiten im Leben gibt, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Da steht aber nicht primär die sexuelle Facette im Vordergrund, also in Form von einer Liaison oder von einer Affäre oder von einer Freundschaft plus. Sex plus, sondern es steht auch, das ist ganz klar, dass eine Herzverbindung dazugehört, wo auch das gegenseitige Interesse an der klassischen Frage, wie geht es dir, mithängt und mitschwingt und wo wir Gemeinschaft, also wo wir Verantwortung auch für die anderen Menschen übernehmen und diese dann natürlich in die gegebene Primärbeziehung integrieren. Meine ganz persönliche Erfahrung ist, dass es wunderbar klappt, immer wenn mehrere Menschen aus mehreren Primärbeziehungen sich weitere Menschen suchen, weil du einen sehr, sehr, sehr respektvollen Umgang miteinander pflegst, weil jeder um seine Primärbeziehung weiß. Und alle, die dazukommen oder die sich dann verbinden, wissen, dass diese Primärbeziehung oberste in der Hierarchie an oberster Stelle steht. Das heißt, die Zeit, die du dann gemeinsam genießt, außerhalb deiner Primärbeziehung mit anderen Menschen, die polyamor leben, die kriegt eine ganz andere Qualität. Und keiner, weil ja eine bestehende Primärbeziehung da ist, erhebt den Anspruch auf mehr. Auf mehr, wo dann vielleicht ein Gefühl reinkäme, ja, mit dir würde ich auch gerne dauerhaft zusammenleben, du bist ein toller Mensch oder du hast so wunderbare Eigenschaften. Das ist anders, als wenn ich nämlich Singles date. Je nachdem, was die Singles noch für Wünsche haben. Und wenn du mit denen länger verkehrst, entsteht einfach eine andere Dynamik, weil deren Primärbeziehungspunkt, Mensch, Mittelpunkt nicht da ist. Und damit natürlich auch, wenn du je länger mit jemandem in Kontakt bist, du lernst ihn einfach mehr kennen, du nimmst Anteil an seinem Leben und damit öffnen wir uns ja auch immer weiter und fühlen uns in der Gegenwart des anderen ja auch wohl. Das heißt, wenn für mich nämlich in der innerseelischen Facette noch offen ist, ja eigentlich eine verbindliche Beziehung führen zu wollen, wird es dann schwierig, wenn ich einen polyamoren Menschen date, über eine längere Zeit, selber keinen Primärpartner habe, weil dann der Part fehlt in der Dynamik. Der Part, der ihn hat, je nachdem wer das von beiden ist, der taucht immer wieder in diese Primärbeziehung zurück. Der genießt die Bereicherung. Aber für den wird es dann schwierig, weil ja dieses Eintauchen in die Primärbeziehung wieder fehlt. Sondern da kommen dann in der Regel Wünsche, mit diesem Partner, der schon die Primärbeziehung hat, doch eine Primärbeziehung führen zu wollen oder eine engere Verbindung führen zu wollen. Oder im Fall dann vielleicht auch mit diesen Menschen sich vorstellen zu können, eine dauerhafte Beziehung zu führen, die dann auch in Heiraten und Kinderkriegen mündet. Das ist aber leider in Deutschland nicht, also Kinder könnt ihr miteinander kriegen, wie ihr das für möglich haltet. Aber ihr könnt diese Person, wenn sie in der Primärbeziehung schon verheiratet ist, schlecht noch ehelichen. Das gibt es in anderen Ländern, ist es einfacher. Und da ist es auch gar nicht so ein unvertrautes Terrain, mehrfach verheiratet zu sein, also polygam. In Deutschland kannst du dich für die Polyamorie begeistern, aber du könntest die Nicht-Primärpartner quasi nicht noch zusätzlich ehelichen, außer in einer freien Trauung, die hat aber keine Rechtsverbindlichkeit. Also in diesem Sinne, Polyamorie als Möglichkeit und als Vielfalt in der Beziehungslandschaft. Und Herz.